Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Dieses Mal habe ich euch ein paar Masken mitgebracht, um euch mal die Unterschiede zwischen einer Gerätetauchmaske und einer Freitauchmaske zu erklären, um euch zu zeigen, wie ihr die Masken erkennt und warum genau eine Freediving-Maske für uns Vorteile bringt. Wenn ihr schon mal tauchen oder Freediven wart, dann habt ihr bestimmt eine Maske, weil ohne Maske könnt ihr unter Wasser nicht sehen. Und grundsätzlich kann man mit jeder Maske tauchen und Freediven. Aber wenn man eine spezielle Freediving-Maske verwendet, hat man halt gewisse Vorzüge. Und die möchte ich euch in diesem Video erklären. Wenn ihr euch eine neue Maske zulegen wollt, dann gibt es ein paar Kriterien, an die ihr euch halten könnt, zum Beispiel erstens, dass die Maske passt, also die Passform ist entscheidend, weil nur wenn die Maske passt und dicht ist, dann habt ihr damit Spaß. Zweiter Punkt wäre das Sichtfeld, also je mehr wir unter Wasser sehen, desto mehr können wir natürlich auch von der Unterwasserwelt mitnehmen, also sollte die Maske ein möglichst großes Sichtfeld haben, damit ihr alles erkennt. Und drittens, das ist dann der spezielle Freediving-Vorteil. Die Maske sollte ein möglichst kleines Innenvolumen haben, weil wir haben nur einen Atemzug zur Verfügung. Und kurz gesagt ist, alles was wir an Luft in die Maske pusten müssen für den Druckausgleich, haben wir halt nicht mehr als Luft für den Druckausgleich in den Ohren zur Verfügung. Und das Ganze potenziert sich natürlich, je tiefer wir tauchen, desto mehr Luft müssen wir in die Maske pusten und da macht es dann einen Unterschied, ob wir ein Maskenvolumen von 150 oder 200 Millilitern haben, was dann in 30 Meter mit dem Faktor 4 multipliziert wird oder ob wir nur 100 Milliliter Luft haben. Wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, einmal 100 Milliliter Maskeninnenvolumen, kommen wir bei 40 Meter, also bei 30 Meter, bei 4 Bar auf 400 Milliliter Volumen. Wenn wir eine Maske mit 200 Millilitern haben, wären wir schon bei 800 Milliliter. Das heißt, ihr müsst 400 Milliliter mehr Luft in die Maske ausatmen, die euch dann nicht mehr für euren Druckausgleich in den Ohren zur Verfügung stehen. Anfangen möchte ich kurz mit der Gerätetauchmaske. Bei einer Gerätemaske haben wir eine normale Standardmaske, auch mit Sichtfeld, klares Glas ohne Verspiegelung. Ob man jetzt klares Silikon verwendet, schwarzes Silikon, weißes, durchsichtiges, ist Geschmackssache. Der Unterschied, den man hier ganz gut sieht, ist, dass bei einer Gerätetauchmaske das Glas relativ weit vom Gesicht weg ist und wir damit viel Innenvolumen haben. Die nächsten zwei Masken, die ich euch vorstelle, sind Freitauchmasken und zeichnen sich durch geringeres Innenvolumen aus. Da habe ich als erste Variante die Aqualung Sphera. Es ist eine sehr beliebte Maske, da sie durch ihre gebogene Glasfront näher am Gesichtsfeld anliegt und damit gerade das Innenvolumen deutlich verkleinert. Auch die Maske gibt es wieder in klarem Silikon oder mit schwarzem Silikon. Bei klarem Silikon hat man halt immer die Nachteile, dass es irgendwann vergilbt, was bei schwarzem Silikon nicht ganz so auffällt. Die Maske tauchen sehr viele, sie ist sehr beliebt. Was halt der Nachteil ist, die gebogenen Gläser lassen sich nur dadurch bewerkstelligen, dass sie aus Kunststoff sind und verkratzen relativ schnell. Eine weitere gute und bekannte Freitauchmaske ist auch von Aqualung, die Mikromask, die sich auch mit einem kleinen Innenvolumen auszeichnet. Hier haben wir jetzt mal zum Vergleich
mit der Sphera einmal das durchsichtige Silikon und das schwarze Silikon. Die Mikromask ist auch, naja, ein sehr kleines Volumen. Man kann sie gut tauchen. Und bei dem kleinen Volumen sieht man hier, dass der Abstand der Gläser zu den Augen relativ nah ist. Wir halten einfach mal die Gerätemaske gegenüber. Wenn ich jetzt hier sage, die Gesichtsfelder überein, dann stehen die Gläser ungefähr 1 Zentimeter weiter vom Auge weg. Und genau das ist viel Luftvolumen, was wir mehr ausgleichen müssen, was wir mit einer Freitauchmaske nicht haben. Die dritte Form der Freitauchmaske oder generell von Masken ist relativ neu und wir haben da Modelle, die ohne Rahmen gestaltet sind. Die hat ursprünglich mal Subgear entwickelt und wurde von anderen Herstellern übernommen. Und da ist das Besondere, dass wir auch eine Maske hier mit weißem Silikon haben, die sehr gut in der Tiefe, gerade in deutschen Seen, gesehen wird. Also man ist dadurch deutlich besser sichtbar. Auch hier ist das Glas möglichst dicht am Gesichtsfeld, um das Volumen zu verkleinern. Und wir haben durch das rahmenlose Konzept ist die Maske auch noch flexibel. Das heißt, wenn ihr abtaucht und ihr tragt die Maske auf dem Gesicht, um es jetzt besser zu zeigen, halte ich sie mal so. Also wenn ihr abtaucht, drückt sich die Maske einmal ran ans Gesicht und dann im nächsten Schritt gehen die Gläser seitlich ran und die Mitte bleibt stehen. Dadurch vermeidet man auch, wie bei der Mikromask zum Beispiel, dass es oft einen Punkt über der Stirn, über der Nase gibt, wo die Maske aufliegt und drückt. Und mit diesem Modell, das ist die Steelcomp, kann man sozusagen bis 20 oder sogar 25 Meter Tiefe tauchen, ohne die Maske auszugleichen, weil sie einfach sehr dicht ans Gesicht rankommt, so dass man fast schon man kann mit den Wimpern die Scheiben nachher spüren. Aber genau in der Tiefe, wenn man zum Beispiel später den Mausfilm macht, braucht man sie ab, sag ich mal, das letzte Mal bei 30 Meter ausgleichen und kann dann ohne Probleme auf 60 oder 70 Meter mit der Maske runtertauchen, ohne noch ein weiteres Mal die Maske auszugleichen. Ja, ihr seht, wir haben beim Tauchen die Qual der Wahl zwischen verschiedenen Masken und warum die eine für das eine geeignet ist und die anderen für das andere, habe ich gerade so ein bisschen erklärt. Wenn euch noch was einfällt, was ich vielleicht vergessen habe, dann schreibt mir einfach unten in die Kommentare. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über ein Like. Genauso könnt ihr den Kanal abonnieren, um weiter über Freediving-Videos informiert zu werden. Klickt dann am besten auf die Glocke, dass ihr auch automatisch die Benachrichtigung kriegt. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Video, euer Daniel.